Hallo, ich bin Carsten in Altenbrak. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne wieder ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin gerade an meiner Pension in Altenbrak gestartet. Und was habe ich mir vorgenommen für heute? Ich will zur Titan RT, also zur Hängebrücke hier im Harz. Da gehe ich jetzt einfach hier bis zur Talsperre Wendefurt, den Hexensteig. Bin jetzt hier schon auf dem Hexensteig unterwegs. Ja, hier an der Stelle wird er noch ganz gut befahren, weil da vorne ist ja die Fischzucht und naja, dementsprechend ist hier einiges los auf diesem Stück hier. Immer, das weiß ich auch so. Ich denke mal, deswegen ist es hier auch ein bisschen durch plattgefahrenen Schnee glatt. Das geht hier am Rand, geht's. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, wie gesagt, also ich will zur Titan RT, zur Hängebrücke. Und von da aus gehe ich dann zur Harzkühlerei. Oder über die Harzkühlerei wieder zurück nach Altenbrak. Ich habe jetzt für heute nicht so eine lange Tour gewählt. Ich denke mal, je nachdem, wie hoch der Schnee liegt, kann es ja schon mal ein bisschen anstrengender werden. Und deshalb habe ich gedacht, nur was Kurzes, so irgendwas zwischen 15 und 16 Kilometer, sagt Komoot. Ja, lassen wir uns überraschen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit durch den winterlichen Harz. Endlich hat das mal geklappt. War ja schon ein paar Mal im Winter im Harz. Auch da lag nie Schnee. Ich meine, jetzt allzu viel ist auch nicht. Also 10 cm würde ich mal schätzen, sind hier schon. Ja, mal schauen. Ich denke mal, morgen will ich mal auf den Brocken mal wieder. Ich denke mal, da liegt ein bisschen mehr. So, ich mache mal die Kamera aus und melde mich dann unterwegs nochmal. Ja, da auf dem Schild steht's, großes Mühlental. Na, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste ich dann gleich hier wieder rauskommen. Wenn ich von der Köhlerei komme, aber für mich geht es jetzt erstmal hier noch auf dem Hexenstieg weiter. Ja, da vorne dieses Bauwerk, dieses halb zerfallene Bauwerk ist eine Wasserzuleitung zur alten Holzschleiferei. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass es solch für Holzschleifen mal eine Firma gab oder eine Fabrik gab. Also ganz klein ist die Fabrik. Also ich denke mal, dass das diese da hinter den Bäumen ist, da wo auch noch der Schornstein zu sehen ist. So ganz klein schien die Firma nicht zu sein. Weiß nicht, ob da ein Mühlrad mit dem Wasser betrieben wurde. Ich war gestern schon mal hier, um zu schauen, ob man hier überhaupt gehen kann.
bin ich ungefähr bis hierhin gekommen, ein kleines Stückchen weiter noch. Aber sieht ganz gut zu laufen aus. Und da habe ich da vorne das Schild gesehen. Deswegen weiß ich, dass ja da oben kommt ein Tunnel aus dem Berg. Normalerweise wird man ja meinen, dass die Bode hier an der Stelle genug Wasser füllen müsste, um Mühlrad anzutreiben, aber vielleicht ging es da auch um die Fließgeschwindigkeit, keine Ahnung. Also, da steht zwar bei Wasserbrücke und Wasserstollen von 1887. Zuführung von Bodewasser zur Holzschleiferei Eickhoff. Umleitung von Bodewasser zur Forellenrinnenanlage. Floss das Wasser hier bergauf? Also so ganz erklären kann ich es nicht. Ja, da, wenn man um die Kurve rumkommt, dann ist man auch an der Forellenzucht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt im Winter auch aufhaben, aber ich denke mal. Ja, da hat ja auch der Rainer Dornburg damals, als er den nächsten Stieg gegangen ist, schon mal eine Forelle gegessen. Meins ist es nicht, ich bin nicht so der große Fischfreund, also so eine ganze Forelle genehmigen, das würde ich mir nicht. Aber jeder so wie er mag. So, und da vorne, links hinter dem Schild, da ist der Abzweig, beziehungsweise da kommt man vom südlichen Teil des Harzer Hexenstiegs wieder auf die Hauptroute. Also für diejenigen, die den Brocken umgehen wollen oder müssen, je nachdem, die kommen dann hier links vom Berg runter. Upsa, hier ist aber glatt. Ja, da wird schon kräftig geangelt. Aber ich weiß, dass man hier an der Forellenzucht auch selber angeln darf, kann, wie auch immer. Wird man sich auch eine Tageskarte holen müssen. Ja, und da vorne ist dann auch vorbei mit Fahrweg. Ich denke mal, dann wird es auch nicht mehr ganz so glatt sein. So, das erste Zwischenziel, die Talsperre Wendefurt, ist erreicht. Gucken wir einmal, wie viel Wasser drin ist. Und dann geht es gleich links ab den Berg hoch zur Rappode-Talsperre, zur Staumauer. So, ist Wasser drin. Und so wie es ausschaut, ist da auch eine Eisschicht drauf. So, jetzt müsste ich gleich bei der Rappode-Talsperre sein. Ja, ich musste gerade mal so ein bisschen den Hauptweg verlassen, weil da gerade Holzfällarbeiten sind und da jede Menge Holz im Weg liegt. Aber jetzt müsste ich auch gleich wieder auf dem richtigen Weg sein. Puh.
doch ein bisschen anstrengend. Hier hoch durch den Schnee. Aber ich habe es ja nicht anders wollen. So. Jetzt müsste ich gleich am Weg sein. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Auch wenn man es gar nicht so erkennt, dass es der Weg ist. Oder ist es hier neben mir? Na, so ganz weiß man es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. Also ist auch nicht mehr allzu weit. Müsste ich auf jeden Fall richtig rauskommen. Aber wie gesagt, kann auch hier rechts von mir sein, dass das so eine Art Hohlweg ist. Mit dem ganzen Schnee ist das nicht unbedingt auszumachen. Aber wie gesagt, ich gehe in die richtige Richtung. Und laut Navi sieht so aus, als wäre ich auf dem Weg. Also wird das schon passen. Jetzt bin ich an der Hängebrücke. Ich gehe jetzt aber erst über die Staumauer zum Nordportal, nee, zum Südportal, ja, auf jeden Fall zur anderen Seite und dann hier wieder zurück. Ja, hier ist nochmal die Hängebrücke von der Seite, von der Staumauer aus. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, unterhalb der Brücke gehen die beiden Ziplines lang. Da habe ich auch mal Bock drauf, aber im Moment ist da zum einen zu und zum anderen habe ich da bei den Temperaturen keine Lust drauf. Ja, da oben ist dann der Stahlturm, der Mega-Zipline. Und da unter der Brücke der Käfig, der da hängt. Von da aus kannst du Giga Swing, nennt sich das Ding, an so einer Riesenschaukel unter der Brücke schaukeln. Ja, hier wird einem schon was geboten. Jetzt stehe ich hier gerade im Wind auf der anderen Seite der Talsperre. Ja, zwischenzeitlich war mal der Akku von der Kamera leer. Gut, dass ich noch einen zweiten dabei habe. Das erste Mal, dass ich den überhaupt benutze, glaube ich. Bin mal gespannt, wie lange der hält, weil den habe ich einmal geladen und ich glaube, seitdem habe ich den nie wieder angefasst. Aber im Moment ist der Akku ja noch voll und ich denke mal, das meiste für heute werde ich gefilmt haben. Ja, ungefähr die Hälfte oder vielleicht ein bisschen über der Hälfte der Strecke zur Harzköhlerei habe ich jetzt geschafft. Jetzt muss ich noch ein bisschen hier im Bogen an der Straße entlang laufen. Beziehungsweise, also schon hier durch den Wald. Die Straße ist nur in Hörreichweite und dann bin ich auch an der Harzkühlerei. Ich hoffe mal, dass da nicht allzu viel los ist, dass ich da ein Plätzchen finde zum Sitzen, weil ein paar Stunden habe ich jetzt da schon in den Füßen und dieses auf Schnee laufen strengt doch ein bisschen mehr an. Ja, bin jetzt gleich wieder in Altenbrak.
wenn das Bild und Ton anders sein sollten. Kamera-Akku ist leer. Ich filme jetzt dann den Rest mit dem Handy. Beziehungsweise dann nur die Verabschiedung. Ja, mir tun ordentlich die Füße weh von dem Rumeiern auf dem Schnee. Man, so viel war es ja nicht. Irgendwie unter 16 Kilometer auf jeden Fall, also wirklich nicht viel. Aber egal. Ist aber eine schöne Tour, eine schöne Runde. Beziehungsweise, ja, da das letzte Stück vor der Rappode-Talsperre, da läuft man dann direkt an der Straße. Ja, das ist nicht so angenehm. Aber sonst war es eigentlich eine schöne Tour. Das ist ein bisschen besser ausgetreten. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.